Der Krone Profiliner und Megaliner hat einen Planenaufbau mit einer Schiebegardine und einem Schiebeverdeck. Der Megaliner mit bis zu 3 Metern Innenhöhe für 3 Automotive-Gitterboxen übereinander hat serienmäßig ein Hubdach und eine Dachhöhenverstellung. Zunächst werden die Türen im Türfix gegen Umschlagen gesichert. Das Hubdach kann zum leichteren Be- und Entladen bis zu 350 mm einseitig hydraulisch angehoben werden, dafür natürlich vorher das Ventil schließen. Für die Dachhöhenverstellung muss natürlich an allen 4 Ecken des Aufbaus gepumpt werden, um dann die mechanischen Riegel sowohl in den Eckrungen als auch in den Mittelrungen auf die gewünschte Höhe einzustellen. Und dann das Dach wieder hydraulisch auf die Riegel abgesenkt. Zum korrekten Spannen der Seitenplane muss der Spannhebel an der Stirnwand maximal möglich Richtung Heck gedreht werden, bevor das Planenspannrohr auf den Vierkant aufgesetzt wird. Nur so ist das Rohr nach dem Spannen komplett von der Plane umschlungen und so wird das Einreißen der Plane an dieser Stelle verhindert. Das vertikale Spannen übernimmt in der Serie der Übertotpunktspanner. Zur Teilnahme am kombinierten Verkehr oder zur Erlangung des Ladungssicherungszertifikats Daimler 9.5 braucht es den Letzschreibverschluss oder den mit dem Kippsicherungshebel. Beide haben einen zusätzlichen Riegel und eine Gurtbremse.